Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute, denn heute ist der Tag nach gestern und... Ja, ich muss mich erstmal ausruhen jetzt wieder. Ich bin ganz erschöpft, ihr seht es selber. Total zerfetzt und auseinandergerobbt. Ja, was war wieder passiert? Ja, ein oder andere hat's gesehen, Leute. Unverschämte Spieler sind hier teilweise unterwegs. Schwerkriminelle. Und... Hier ist gleich Abend, wa? Ja. Oh, ätzend, dann wird's auch noch dunkel, Junge. Wir müssen uns beeilen, weil ich habe kein Nachtsichtgerät, Leute. Also, wir waren da stehen geblieben, wo wir stehen geblieben waren. Das Event war ja letztes Mal, da haben wir uns zerfetzt und sowas. Da haben wir ganz viel danach dieses andere Event gespielt, dies hier. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile auch ein paar Punkte bekommen. Ihr seht das hier. Das sind ja hier Punkte. Kills. Draußen ist irgendwie so eine Taube, die da abdreht. 74 mal gestorben, oha. Ja, guck mal, aber hier 500, Alter. Schmo! Digga, das, da kannst du die Leute sehen, die ganze Zeit am Ballern sind hier, ne? Das ist auch viel. Pünktchen. Und hier siehst du die Kill-Trefferrate oder irgendwie sowas, ne? Also Kill-Todesbilanz irgendwie. 1,9, 0,5. Ja, weiß nicht, ist das jetzt gut, wenn das hoch ist oder niedrig? Ich weiß nicht. Assistiert. Hier ist ein Assistent. Schmo! Dreimal habe ich jemanden assistiert. Also das ist alles die PvP-Statistik von diesen Events hier, die man hier so auswählen kann. Ja, das ist eine klasse Sache. Da kann man dann reingehen mit deinen Leuten und dann könnt ihr da euch die ganze Zeit zerfetzen, ne? Mit unendlich Munition und so. Waffen könnt ihr ausprobieren. Also richtig klasse. Team Deathmatch gibt es, kannst blaues oder rotes Team nehmen. Oder halt Kampf um die Fracht halt. Da muss halt ein Cargo immer... auf Knopf drücken und Cargo übernehmen, ne? Das läuft halt mit Zeit und so weiter und so fort. Deathmatch ist klar, jeder gegen jeden, hier boxen, ne? Ja, was gibt's denn noch? Capture the Flag heißt das ja hier, ne? Eroberung der Flagge. Ja, und da habe ich auch eine ganz schöne Punktezahl dazu gekriegt. Aber wir haben auch ein spontanes Box-Event, also Massenschlägerei unter Freunden haben wir noch gehabt, ne? Mit einem Arschklatschbrett in der Disco und so, war ganz lustig. Aber natürlich wieder durcheinander alles und Kuddelmuddel, wie wir es halt gewohnt sind, ne? Leute, ihr seht's. Oh, wieso fährst du denn nicht, Alter? Was ist denn? Oh, Digga. Ich könnte schon wieder ausmachen hier. Leute, passiert euch so eine Scheiße an die Augen immer, ey? Vorwärts, zurück. Es geht wieder gar nichts, Leute. Das ist unfassbar, oder? Digga, ich muss mich beeilen, ich brauch ein Nachtsichtgerät. Was hat er denn da jetzt für ein Problem, ey? Nicht rauf, abbrechen. Oh, kannst du gleich wieder absteigen? Schubsen. Oh, nee, jetzt schubst du noch nicht mal wieder. Oh, Leute, da kann man doch verstehen, dass ich immer irgendwie einen Hasskappe auf das Spiel noch eine Zeit habe, oder nicht? Ich meine, was ist denn das für eine Kacke hier jedes Mal? Kann ich nicht mal normal spielen hier, oder was? Aber ich finde es andererseits auch gut, dann seht ihr wenigstens, wenn euch das passiert, dass mir so ein Scheiß auch immer tagtäglich passiert, dass irgendwie Grütze hier ist, ne? Okay. Was haben wir denn in der Nähe? Warte mal, das Camp. Wir fahren zum Camp, da fahren wir jetzt erstmal hin. Nachtsichtgerät, Prio 1. Ja, ich bin gestorben, aber nicht nur wegen dem Box-Event oder sowas, sondern ich bin davor schon kaputt gehauen worden von dem, an der Safe-Zone tatsächlich, ne? Also ich war da so auf dem Mofa, ne, und dann kam ein Auto von vorne und hat mich einfach angefahren und ich war dann sofort tot. Also ihr müsst wissen, dass ihr könnt die Leute in der Safe Zone killen halt, ne, wenn ihr die, also Motorradfahrer könnt ihr killen, wenn ihr die einfach anfahrt. Das ist ein lustiger Effekt irgendwie. Ja, und der hat mich dann natürlich geblankt. Mein Mofa war geklaut worden und die Klamotten und sowas, also war auch alle Waffen weg und so weiter. Also ich habe jetzt gar nichts mehr. Danach habe ich gesagt, ja, dann lass doch Massenschlägerei-Event machen, einfach so spontan, weil ich hatte ja eh nichts mehr. Haben wir uns da noch gekloppt und so, ne? Ein Arschklatschbrett im Stream abends. Und es waren tatsächlich über 50 Spieler auf dem Server. Also normalerweise wäre der ja voll gewesen, ne? Aber wir haben jetzt ja auf 100 Slots im Moment erhöht. Einfach mal uns gucken. Und das ist schon, normalerweise wäre der voll gewesen und jetzt gerade mal die Hälfte, ne? Also ist schon krass mit diesen Slots-Erhöhungen. Naja, jedenfalls haben wir mehr Slots, aber nicht mehr Power. Eine Begrenzung beim CPU oder RAM gibt es so nicht. Na? Das heißt also,
Die einzige technische Begrenzung gibt es, wenn schon, glaube ich, dass der Server nicht gleichzeitig, wenn alle spielen jetzt hier, also mehrere Spiele auf dem Server halt, ne? Wenn neben uns ein Minecraft-Server oder Fortnite ist, ich sag das deswegen, weil da, die spielen ja immer ganz viel da und so, da ist auch immer viel los, denke ich mal. Ne? Wir Scumbler sind ja ganz wenig, also wir brauchen gar nicht so viel CPU oder irgendwie sowas. Vom Server jetzt her, ne? Und wenn der denn die Minecrafter die ganze Zeit bearbeiten muss, weil da voll viel los ist, dann kann das sein, dass er ein bisschen länger für unsere Bearbeitung braucht. Zumindest, ich stelle mir das so vor, Leute. Ich wüsste sonst nicht, wie das sonst funktioniert, wie so die Lags und so zustande kommen, ne? Dass halt die Pakete irgendwie durch die Leitung so ganz schnell verteilt werden, aber manchmal muss da halt einer in eine Warteschleife sein, bis ein anderer Prozess weg ist. Und dann haben wir diese Lags hier sozusagen, diese Effekte, diese Matrix-Effekte, dass irgendwas stehen bleibt oder irgendwie was, oder du fliegst auf einmal durch die Gegend oder sowas, ne? Weil die Information, die du hier siehst, die ist gerade nicht beim Server. Und dann füttert der dich mit der Information. Und dann bist du aber wieder hier, weil er die Information erst gesendet hat. So. Also das, so stelle ich mir das zumindest IT-technisch vor. Ich weiß nicht, ihr seid da bestimmt besser involviert in solche Prozesse. Also ich will nur sagen, dass ich hier jetzt keine CPU mehr kaufen kann oder RAM oder sowas. Ne? Schwierig. Ich weiß ja, dass es an so vielen Sachen liegen kann. Ich möchte ja, dass die Leute hier alle zufriedenstellend sind und dass wir auch von den dauerhaften Slots natürlich der größte Scum-Server sind im deutschsprachigen Raum, ne? Das ist natürlich immer ein Interesse und ich höre da auch auf jeden Fall auf die Leute, die sagen, hier, das leckt oder das ist irgendwie. Auf anderen Servern ist das nicht so und ich weiß nicht warum. Die das so sagen, weil wir machen ja nichts anderes. Das ist ja auch geil hier. Ist ja genau meine Flinte wieder. So richtig derbe zerfetzbar. Gleich mal nachladen hier. So, warte mal, ich habe mein Moped noch ein bisschen Kofferraum. Da kann ich da noch was reinboxeln. Da ist die Schrotze. Passt wieder gar nichts rein, ist so ätzend. Warte mal, das Ding mache ich da rein. Also das ist ja hier das Geld. Ja, die Dinger 24, 24. So, man muss es ja auch mal ein bisschen hier nutzen, ne? Ja, Leute, ich habe hier, wie gesagt, noch nichts. Wir müssen unbedingt Klamotten finden und sowas. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja immer noch eine Waffe zu viel. Geht das Ding da rein? Das würde da reingehen. Geht das da rein? Ja. Dann schieße ich mit der jetzt erstmal, oder was? Ah, das ist schwierig. Die PvP-Waffe stecke ich dann da im Mofa. Noch eine Schrotze. Kann ich die auseinanderbauen und diese hier? Aber da brauche ich einen Werkzeugkoffer, das geht nicht. Habe ich nicht. Los, komm, Rucksack, Klamotten. Ja, ich habe immer noch keine Antwort gekriegt nach 14 Tagen von unserem Serverbetreiber, dass wir einen eigenen PC da kriegen. Also ich weiß es nicht, was ich da sagen soll. Also wenn das so schwer ist, einen eigenen PC zu kriegen, keine Ahnung, was soll ich denn dazu sagen? Ja, da merkst du ja schon, da ist er irgendwie, da ist aber vielleicht da anscheinend der Wurm drin. Also das scheint nicht gang und gäbe zu sein. Mann, viel Zeugs, ey. Komm, schnell weiter, bevor die Sonne untergeht. Wir müssen uns sputen, Leute. Okay, nächster Halt ist denn das Bootcamp, ist, glaube ich, als nächstes hier. Lass mal sehen, let me show. Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr in der PvP-Welt jetzt zu sein. Wir waren lange genug in der PvE-Welt. Aber ihr habt es gesehen, ich wollte nur ein bisschen Sachen verkaufen und sowas, ne? Wolfi und so, hallo sagen. Und zack, ist man wieder tot, ne? Die fahren dann über. Ja, was ist denn jetzt die Konsequenz? Wir haben ja das neue Regelwerk bei uns rausgebracht, ne? In Discord müssen wir mal gucken. Keine PvP-Aktivitäten innerhalb der grünen Zone, weil das ist das soll der sichere Bereich sein, ne? Jetzt bin ich aber umgefahren worden. Also du stehst da auf dem Mofa, ist egal, welche Maschine du hast, und dann kommt ein Auto ganz schnell angefahren und fährt dich über den Haufen. Und dann bist du tot. Er hält an und plündert dich. Also das ist doch PvP-Aktivität, oder nicht? Also, ne? Deswegen würde ich sagen, das solltet ihr versuchen zu unterlassen, ja? Und wenn das aus Versehen passiert, das kann es ja auch mal geben, wenn man zu schnell unterwegs ist, ne? Dann lasst doch die Leiche da liegen und klaut den nicht komplett. Ich wurde ja komplett geplündert. Also wenn das anderen Spielern auch so geht, dann kann ich verstehen, dass die sauer sind. Dann müsst ihr euch an Cracky halt sonst wenden. Der guckt dann danach und schnappt sich dann die Spieler, die da so gemein sind, ne? Also ihr könnt wirklich, Leute, hier 20 Sektoren, da könnt ihr die Sau rauslassen, ne? Dann lasst doch wenigstens hier unten diese Sachen sein, ja? Da unten ist die Ruhezone. Jeder braucht auch mal ein bisschen Ruhe. Wir sind alles gesetztere Leute. Wir brauchen ein bisschen mehr Ruhe. Wir sind alles alte Leute. Und da ist das nicht mehr so. Wir sind hier, ne? Wisst ihr, was ich meine?
Aber Stress ist nicht gut. Und da unten ist unsere Couch, ne, wo wir uns mal kurz Mittagsschlaf machen können, ausruhen. Und deswegen, also da wollen wir dann nicht auch noch Randale machen, ne? Oh, shit. Der ist ja... Hat sich selbst... spontane Selbstentzündung, oder was? Komm, nicht träumen, Olli, wir müssen uns beeilen. Ich brauche ein Nachtsichtgerät, sonst könnt ihr nämlich im Video gar nichts sehen. Wir haben es aber auch gleich hier 11:45, also ist gleich Server-Reboot. Ja, spiele ich bis zum Reboot, oder was? Trinken tue ich meinen Kiefernadeltee gerade. So. Noch irgendwas retten? Nee. Genau. Ein Traum ohne Roboter, ne? Die haben ja auch immer genervt hier, Mann. Das war ja viel zu übertrieben. Ich meine, für so eine immense Bewachung hier gibt es hier ja gar nichts, ne? Also bei den Spots meistens. Warte mal, in den Kisten könnte ja auch ein Nachtsichtding sein, glaube ich, ne? Habe ich Pröpfe? Ich tick mal auf Ohren jetzt hier. Ja, hat er unterm Helm gequetscht. Wie sieht denn das aus unterm Helm? Windows-Taste, warte mal, ich muss die mal blockieren. Ja, sieht man gar nicht die Pröpfe, ne? Oh Mann, immer dieses Vertatschen hier. Also, wie gesagt, im Moment haben wir ja 150 Slots bezahlt. Also mir fehlen noch 67,74 € auf meinen PayPal-Link. Leute, wenn ihr euch da, wenn ihr gut betucht seid, ne, dann ballert mal einen raus. Und wir versuchen dann nochmal, also bei G-Portal, wie gesagt, wenn ich keine Antwort bekomme, dann mache ich das halt so, dass wir den Betreiber einfach mal wechseln, würde ich sagen. Das hat aber eine heftige Konsequenz. Erstens, wir wissen gar nicht, ob das da besser ist. Zweitens, ja, so ein Umzug, weiß ich nicht, ob das mal möglich ist zum Konkurrenzunternehmen. Ob die das so mitmachen, weiß ich nicht. Ja, versteht ihr? Das, preistechnisch können sich das ändern, slottechnisch kann sich wieder alles ändern. Das Schlimmste ist, glaube ich, für die Leute, wenn wir kein Backup irgendwie hinbekommen, dass wir dann auf einen neuen Server raufziehen können, wäre das, das wäre halt ein Vibe. Ne? Wir würden natürlich einen neuen Hardware kriegen, neue EP und sowas, wir würden wieder in den Top, also wir sind ja im Moment Platz 80, so roundabout, 60, 80, da pendeln wir im Moment hin und her. Das ist eigentlich ganz gut weltweit. Aber wie gesagt, wir waren Top 10 schon. Aber es kommt ja auch immer wieder was dazwischen. Und Cracky hat schon vermutet, weil wir haben wirklich viel Pech mit unserem Serverbetreiber gehabt, dass genau unser PC kaputt geht hier. Ja, unser Server halt. Und das hatten wir irgendwie zweimal, dass bei uns was kaputt ging. Und da denken wir auch jedes Mal, wenn das bei uns gut läuft mit Scum und sowas, ne, geht hier irgendwie am Server was nicht, ne? Also da bin ich jetzt mittlerweile schon so weit, dass ich da auch einen Umzug wagen würde. Aber wir wären halt gewiped. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal in den Kommentaren schreiben würdet, ob das schlimm wäre für euch, wenn wir alle neu anfangen auf einen anderen Server. Wie gesagt, ich warte jetzt schon 14 Tage auf eine Antwort. Und das, wenn man so lange braucht, dann ist da auch irgendwas krumm oder faul oder so. Also, ja, da stimmt ja irgendwas dann nicht, oder? Dann sage ich mal so, nee, sorry, das hat mir zu lange gedauert. Dann bin ich lieber beim anderen Anbieter. Es gibt ja auch Anbieter, wo du das einstellen kannst halt, ne? Dass du auf einer schnelleren Festplatte bist, ne? Anstatt dass du auf eine HDD, dann kannst du da auswählen SDD oder dieses andere da. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles heißt. Ihr wisst, es geht ja technisch immer weiter. So, ihr könnt gleich nichts mehr sehen. Wir müssen mal. Und ob ihr dabei wärt. Oh, das ist wunderbar. Ob ihr denn, ob
Wer denn sauer wird wegen der Performance? Vor dem Hintergrund, ich kann ja keine Garantien geben. Das ist ja das Ding. Ich habe doch selber keine Ahnung, ob das da besser wird oder vielleicht sogar schlechter, Leute. Ja, das ist immer der Kackkram. Ich kann nur sagen, dass ich auf jeden Fall offen immer bin für irgendwelche Versuche und sowas, ne? Das macht uns ja auch aus hier. Reinste Innovation. Schön, guck mal, ich habe noch eine Reparatur Gedöns bekommen. Jetzt brauchen wir noch ein Nachtsichtgerät. Das ist auch wunderbar. Also, wenn ich jetzt Doppelklick mache, ne? Es liegt ja noch in der Kiste, deswegen ist das ja grün. Wenn ich jetzt Doppelklick mache, dann legt er das hier nebenan hin. Deswegen müsst ihr das rausziehen. Dann Doppelklick. Dann macht er das hier rein. Seht ihr? Doppelklick. Jetzt sind 6 geworden. Weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Deswegen als Tipp, damit ihr euch nicht so vollmüllt oder sowas, ne? Wenn ihr Items habt, die hier schon drin sind im Backpack, dann müsst ihr das erstmal rausziehen und dann aufsammeln. Dann stackt er sich sozusagen selbst. Ansonsten nicht. Ne, da ist, glaube ich, keine Nachtsichtdinger, ne? Oh, Digga. Gut, dass die Lampen sind, Leute. Wo ist die Tür? Das ist kacke. So viel Mond habe ich nämlich auch nicht dabei. Ihr habt es gerade gesehen. 6 Schuss oder so. Oh, was soll denn das hier, Hunde? Wo kriege ich jetzt ein Nachtsichtgerät her, Mann? Das ist ja kacke. Habe ich irgendwo eine Fackel hier? Ich kann nicht mehr im Busch sehen. Oh Gott, das wäre ein Vieh hier auch noch. Hau ab, du. Seht nix. Ich werde auch geblendet hier von meinen Dingern hier. Oh, da kommt irgendwas. Hau ab, du. Aua. Kommt hier eine Horde, Alter. Schau nochmal, das hast du damit Absicht gemacht. Komm mal hier. So, Schulterstütze, bam. Nachladen, ich habe hier nur 2 Schuss. Ich muss hier im Licht bleiben, ich sehe sonst nicht, Leute. Es ist ja, als ob Vampire hier kommen würden oder so. Ich bin nur im Licht sicher, quasi. Ich glaube aber, ich habe die abgewimmelt. Ich habe nur noch 80% roundabout. Ihr seht ja meine Dead Shields, wo ich gedatcht wurde. Da müssen wir mal gucken, rechte Maustaste behandeln. Und dann mache ich erstmal diesen hier. Oh, 3 Putzlappen, übertreib doch nicht, du Hund. Nicht unbedingt, weil es nötig ist, aber um zu leveln. Ne? Ich will ja auch mal irgendwann mal schnell leveln. Nicht schnell leveln, sondern schnell heilen, so, ne? Aber ich denke immer, man heilt dann schneller halt. Oder du brauchst nicht so viel Putzlappen. Ich brauchte jetzt ja 3 Putzlappen, Alter. Ich habe ja, glaube ich, nicht mal Level 1 Heilung, ne? Und wenn du gelevelt hast, brauchst du gleich nur noch 2 Putzlappen und dann geht das schneller oder so. Also irgendeinen Vorteil wird es auf jeden Fall haben. Ich bin ja nur auch kein Mediziner hier gewesen. Leute, ihr seht's. Wenn wir jetzt hier raufgehen, dann sehen wir doch hier bei End die Stats. Gucken wir da. Da ist es doch Medizin, ja. 21%. Also das levelt irgendwie ganz langsam. Ich brauche doch noch mal irgendwie so eine Sache, muss ich mir raussuchen, wie ich das hier schneller level. Also mit irgendeiner Tätigkeit muss ich das hier hochballern. In einer einfachen Tätigkeit. Jetzt sag mir nicht heilen oder so. Das ist klar noch eine andere Sache, wie ich irgendwie anders hier das hochbringe. Weil ich habe nicht mal Level 1, ne? Ihr seht's. Mein schlechtester Skill ist Medizin tatsächlich, Leute. Oh, Sprengstoffe 0. Also, es geht ja gar nicht darum, zum Beispiel jetzt, dass ich voll der geile Werftyp werde, sondern man levelt diese Sachen, wo man so ganz schwach ist, ne? Die levelst du, damit du schnell Ruhmpunkte auch kriegst, ne? Durch die Dinger hier, wo nichts ist, da kriegst du schneller Ruhmpunkte durch. Schlagen. Ja, guck mal hier, das ist Nahkampf, hier unser Event. Also ich finde, man levelt viel weniger. Also das müsst ihr vielleicht mal ein bisschen höher machen. Ne? Also dass du einen Tick mehr Punkte kriegst, weil du kriegst ja nicht mal. Also wir haben wirklich uns viel geboxt und so. Ich habe gerade mal 36. Ja, und ich spiele ja auch schon eine Zeit lang. Monate spielen wir doch schon. Also das, gerade am Anfang muss das ein bisschen schneller gehen, sonst ist das kacke, Alter. Sonst hat man keinen Erfolg hier irgendwie, keine Erfolgs-Dings hier, ne? Warte mal, da ist ein Busch. Kann ich hier eine Fackel machen? Oh, jetzt habe ich kein Messer oder was? Was soll denn das? Oh, die Zombies, halt doch mal die Schnauze da hinten. Das liege Steinmesser. War besser wie nix, ne?
Voll der militärische Hotspot hier. Ich muss mir wie in der Steinzeit ein Steinmesser machen, Leute. So, komm, ich will mir mal eben kurz hier so eine Fackel machen, wenn das geht. Oh, da fehlt mir noch Feuerzeug, ne? Guck, da ist das Feuerzeug. Wohl. So, endlich. Könnt ihr auch wieder was sehen? Jetzt finde ich ein Nachtsichtgerät in der ersten Kiste. Das wäre ulkig, oder? Was ist das denn? Spoon? Was heißt Spoon? Bone kenne ich. Bone. Da ist ja was sofort dran. Guck. Habe ich überhaupt Hunger? Ja, geht noch. Ich hatte auch gerade Bohnen und sowas, also so. So eine Gemüsepfanne irgendwie mit dicke Bohnen waren da drin, so komische Kidneybohnen oder was. Erbsen. Pff, Brokkoli oder so. Keine Ahnung. Weißkohl oder was war das? Weißkohl. Blumenkohl, so. Und dann noch Erbsenschoten gedönt. Aber noch was essen, ey. Ich hätte keine Kartoffeln mehr. Heute ist, ja, wie gesagt, der Tag, an dem wir uns überlegen, halt, zumindest ihr in die Kommentare, ob ihr das auch empfehlen würdet, dass wir mal. Oh, ein Rucksack, ey. Endlich. Dass wir mal halt den Server wechseln oder sowas, ne? Mal neu probieren. Da gibt es ja einige Server. Wir könnten ja zum Beispiel mal diesen Nitrado oder wie der heißt ausprobieren. Oder halt auch mal Pink Perfekt oder so gibt es noch. Was gibt es noch für Dinger hier? Bei einigen kann man da dann wirklich so die Leistung selber so einstellen. Das finde ich ganz gut. Und dann kann man das selber einstellen. Einen Monat testen, bringt das was oder bringt das nichts. Lass mal gucken, ne? Endlich Platz, ist das nicht wunderbar? So, in 6 Minuten restartet hier der Server, Leute. Hier gibt es frischen Loot, aber dann ist die Folge schon vorbei, dann kann ich nicht wieder hier nochmal durchgucken. Außerdem ist der Scheiß dunkel, ne? Mission Nachtsichtgerät, bis jetzt haben wir noch nichts. Aber ist der Loot wieder runtergedreht worden oder was? Hier findet man ja überhaupt nichts mehr. Was soll denn das? Ist ja die ganze Kiste hier alles leer. Also das kennt man nicht so. Als ob der Loot wieder runtergedreht wurde. Cracky! Das kann auch mal ein Hotfix oder ein Patch gewesen sein, der da immer was verändert, ne? Aber weil ohne Loot gibt es keine Action. Es ist einfach so, ohne Loot gibt es keine Action, Alter. Guck dir das Scheiße an, da sind überall keine Gegenstände. Es kann nicht sein, dass hier jetzt ein Spieler war oder was. Oder meinte ich, hier war einer. Wie viel haben wir denn drauf? Über 10, ja trotzdem. Muss ja nicht gerade bei mir hier abhängen, der Lümmel. Oder die Lümmels. Einerseits ist das ja geil, survival-technisch wenig zu finden, weil dann freut man sich auf das Item, was du denn gefunden hast, ne? Aber andererseits tut das dann unheimlich viel mehr weh, wenn es dir einer klaut. Und du verlierst schnell die Lust, dann wieder zu sammeln. Ja? Deswegen tendiere ich mittlerweile tatsächlich so, dass man hier bei Scum mehr einen höheren Loot hat. Ja? Weil dann tut das nicht ganz so doll weh, weil bei Scum kannst du eben alles verlieren. Das haben wir gemerkt hier bei meinem Typi hier. Ne? Ich fahre da auf die Straße tot, alles weg. Ja, dann kannst du wieder 14 Tage sammeln. Und das ist halt Scum. Das macht, weiß nicht, ob euch das da so Spaß macht, aber mir macht das nach einer Zeit keinen Spaß mehr. Wenn immer jedes Mal alle Sachen weg sind und ich fange jedes Mal wieder von vorne an, verdammte Scheiße. Deswegen brauche ich viel Loot, damit die Leute, die beklaut worden sind,
ne, schnell wieder aufgerüstet sind und sich dann zum Beispiel rächen können oder sowas. Also die PvP wird dann dadurch gefördert. Durch mehr Loot wird PvP gefördert, so sehe ich das. Und wir wollen das ja auch. Wir wollen ja alle schreien immer nach Action und sowas, ne? Aber die Leute verstehen nicht, und ich mache ja jeden Tag Videos hier, dass das nicht so einfach ist, Alter. Ich hatte jetzt 2 Sekunden Action, weil ich wurde überfahren. Ja, Punkt. Und jetzt kann ich wieder, wie gesagt, 14 Tage Videos machen mit Sammeln. Wenn ich mir jetzt Items machen würde, dann heißt es wieder, der cheatet, der schummelt und spielt auch so wie die anderen auch, so nach dem Motto, ne? Ja, aber dann habt ihr keine Action-Videos und gar nichts. Also, versteht ihr, wie ich meine? Das ist immer schwierig. Und das ist mir gerade aufgefallen, dass wir hier gar nichts finden. Ja, Waffen nehme ich immer mit zum Verkaufen, weil ich brauche Kohle, um mir dann zum Beispiel Munition für die Schrotze zu kaufen. Das ist nämlich, wie gesagt, Reservemunition besser als nichts, ne? Aber empfehlen würde ich sonst diese halt nicht. Mal gucken, ob einer da ist. Mahlzap. Gleich Server Reboot. Wurstrolle. Prinz Otto ist da, siehst du mal, guck an. Prinz Otto hat bestimmt Kohle, Alter. Hau mal gleich mal einen raus jetzt hier, Junge. Die anderen trauen sich wieder nicht zu schreiben, man sieht's. Hier schon. Ja, warte mal, das ist, jetzt bin ich verdreht, weil es so scheiße dunkel ist, Alter. Hä? Dieser Hümpel hier, war ich hier schon? Das ist, ach so, das war der Anfang, hier siehst du, boy. Ja, das ist aber auch hier alles immer mit dem Licht, ist immer so eine Art schwierig, weißt du, wie ich meine? Ja, egal, ich lock mich jetzt aus, wo ist mein Mofa, Mann? Keine Nachtsicht hier, ist ja kacke. Ich hoffe, dass ich, wenn ich das jetzt immer wieder spiele, das heller ist. Wohl, bis morgen auswendig lernen, Leute. Ich frage euch alle ab. Oh Mann. Ja, was soll's. Er hat doch Licht hier dran. Babs. Ja. Kann man was sehen, ne? Los, komm, wir hauen hier ab. Diese dreckigen Gesindel. Will ich den jetzt Kröten sehen? Da müssen wir mal eben kurz rumeiern. Vorsicht, hier kriegen wir Schaden, das darf man ja nicht vergessen. Also so schnell fahre ich auch nicht. Letztes Mal, wie gesagt, wo ich mal das Motorrad voll geskillt hatte auf Maximum oder so, da sind wir mit 150 hier durch die Gegend geflogen, ne? Ich bin ja von einem Baum zum nächsten geflogen und jetzt mit meiner normalen Skillung. Oh, guck mal, 50 Damage habe ich ja schon wieder hier auf meinem Mofa. Heftig. 87, 86 fahren wir gerade mal, Leute. Sag mal, wo ist denn die Straße? Wo bin ich denn da? Nach rechts muss ich. Eine Minute bis zum Reboot. Das schaffe ich alles gar nicht mehr. Ich muss mich hier ausloggen, Alter. So, Licht aus. Ich logge mich hier jetzt aus, Leute. Das bringt ja sonst nichts. Sonst stehe ich ja irgendwo in der Wallerei. Dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen schon wieder. Und dann, wie stark.